ist das schon? Ja, die Fresse, das kannst du doch verlassen, doch! Wenn du zu frech wirst! Ich liebe dich. Und ich liebe dich, du dumme Sau, du. Das muss wahre Liebe gewesen sein. Apropos Liebe. Was die wenigsten wissen, Erich Honecker liebte amerikanische Sitcoms. Mitte der 80er Jahre ließ er sogar eine eigene anti-imperialistische Witzserie mit sich selbst in der Hauptrolle produzieren und auch schnell wieder verschwinden, als er das Ergebnis sah. Erich währt am längsten wird Ihnen präsentiert von Igelit Belitzer Spargelersatz. Merke, schmeckt es fast so gut wie echter Belitzer Spargel, ist es Spargelersatz von Igelit. Wenn die Produktivität unserer Volkswirtschaft nicht mehr aus den Büschen kommt und der Kapitalismus hinterm antifaschistischen Schutzwall brummt, gräm dich nicht, Genosse, denn bei Sorgen, Nöten, Ängsten hilft dir die Partei im Klassenkampf. Denn Erich wird am längsten. Vorsitzender. Ich persönlich halte dieses Treffen immer noch für einen großen Fehler. Unsinn, Genosse Krebs. Holen Sie diesen Halotri aus Hamburg herein. Ey, Hallöchen, Honey, alte Staatsratsgranate. Ja, geilomals, dass mir der Uber-Indianer hier seine roten Lauschlöffel leiht. Eine panikmäßig völkerverbindende Aktion, so bunte Republik Deutschland auf den Grenzen. Kommt jetzt zur Sache, Lindenberg, wir haben zu tun. Ey, Krenzi, ey, kein Stress. Der kleine Udo wollte einfach mal El Schnello-mäßig abchecken, ob er mit seinem Panikorchester hier in eurem Palazzo Prozzo der Republik abrocken darf. Als Gegenleistung habe ich auch hier eine hammergeile Lederjacke für dich, Honey. Ach ja, Ihre Auftrittserlaubnis, Herr Lindenberg. Selbstverständlich. Hier habe ich sie irgendwo. Mein letzter Wille, ein Eierlikör. Haben wir nicht. Aber, Genosse Honecker, wir haben Udo Lindenberg erschossen. Na und? Suchen Sie einfach einen guten Doppelgänger und schicken Sie ihn in den Westen zurück, Krebs. Aber nehmen Sie bitte jemanden, der besser singen kann als der Echte. Meine Frau hört doch so gerne heimlich Westradio. Aber pff. Erich! Was ist? Meine volkseigene Rosenknospe. Die Wischnewskis von nebenan. Ich glaube, die gucken Westfernsehen. Ha! Endlich haben wir sie! Die gucken kein Westfernsehen, meine Liebe. Die haben Geschlechtsverkehr. Ach, das ist also Geschlechtsverkehr. Wer sind Sie? Was fällt Ihnen ein auf der Toilette des Staatsratsvorsitzenden? Das ist auch unklar. Ich muss schon sagen, Krenz, dieses Leder fühlt sich fast so gut an wie unser echtes VEB-Kunstleder. Hm? Also Staatsratsvorsitzender, jetzt sagen Sie bloß, es gibt schon den ersten Belitzer Spargel. Und den letzten, Krenz. Das ganze Bund ist leider schön verputzt.